Said Abdallah hier Backstage für Wheel of MMA 48 live aus Saarbrücken und neben mir steht Markus Bock, der seinen Profi-Debüt vorzeitig gewonnen hat. Erste Runde, technischer Knockout. Was war da los? Ja, erste Runde war ein bisschen wild. Ich konnte leider nicht das abrufen, was ich vorher gelernt hatte. Ich habe mich sehr frisch an der Pratze gefühlt, wollte eigentlich den Kampf im Stand halten. Aber ich weiß auch nicht, was da los war. Dann hat sich irgendwie der Takedown angeboten und ich habe ihn halt genommen. Ich hatte auch Bock auf die zweite Runde, um ehrlich zu sein. Wurde dann vorzeitig abgebrochen. War okay für mich, aber ich hatte das Gefühl, dass ich in der zweiten Runde, wenn es dazu gekommen wäre, mein volles Potenzial irgendwie ausschöpfen könnte. Aber es ist leider nicht dazu gekommen. Aber was heißt leider? Du hast doch gewonnen. Du hast gewonnen in der ersten Runde. Es gibt keinen Grund für dich, unzufrieden zu sein. Das stimmt. Allerdings war das Ziel tatsächlich, Technik abzurufen. Ich wollte, also natürlich will ich gewinnen, aber in erster Linie wollte ich Spaß haben. Ich wollte viel im Stand machen und einfach einen geilen Kampf liefern. Deswegen fand ich es ein bisschen schade. Ich hatte wirklich Bock auf die zweite Runde. Und auch wenn es nicht danach aussah, habe ich mich sehr, sehr wohl im Stand gefühlt. Und konnte die Dinge auch antizipieren, aber ich war einfach in dem Moment ein bisschen eingefroren. Ne? Ja. Leute, die kämpfen, die verstehen das bestimmt. Genau. Also das war auch mein Eindruck so, dass du, der Nikola im Stand den Vorteil hatte und als es dann auf den Boden ging, hattest du deinen Weg mit ihm, obwohl es, wie du gesagt hast, gegenteilig von deinem Gameplay. Ja, der Nikola war sehr explosive Aktion. Es hat mich jetzt nicht wirklich überrascht oder es war jetzt auch nichts, was ich vorher noch nicht erlebt hatte. Wir haben viele versierte Kämpfer im Combat Club, das heißt, ich war schon daran gewöhnt, sage ich jetzt mal, dass Leute härter schlagen oder hart schlagen, ein hohes Tempo gehen. Ich war darauf eingestellt. Ich hatte gut Bock, ich hatte wirklich Bock. Aber ich hatte jetzt keinen Gameplan. Für mich war einfach der Plan reinzugehen, Spaß zu haben und zu gucken, was geht, spontan zu entscheiden. Und Nikola, es war ein Lokalmatador hier aus Saarbrücken. Hat dich das in irgendeiner Weise beeindruckt? Nee, gar nicht. Also ich hatte vorher zwei Kämpfe angesetzt, die wurden dann kurzfristig abgesagt. Dann hatte sich der Nikola angeboten zu kämpfen. Ich habe dann spontan angenommen. Ich fand das sogar geil, dass er hier Lokalmatador ist. Ich finde sowas immer ganz cool, so ein bisschen in die Höhle des Löwen zu gehen. Das ist ein schönes Gefühl, über sich hinauszuwachsen. Aber das hat mich jetzt in keinster Weise irgendwie negativ affektiert. Und kannst du uns nochmal sagen, was da am Ende passiert ist? Denn wir haben gesehen, du hattest Nikolas Rücken und warst ihn mit Ground and Pound am Belagern. Und dann hat der Referee, hat dich da an der Schulter getätschelt. Was ist da passiert? Ja, ich hatte den Arm getrappt und bin in die Mount umgestiegen. Hatte auch überlegt, kurz den Rücken zu attackieren, aber ich habe mich da sehr sicher gefühlt, hatte die Position etabliert und dann zum Ground and Pound angesetzt. Der Referee hat das abgebrochen, weil er nur noch eine Hand hatte zum Verteidigen. Das ist jetzt keine adäquate Verteidigung, das sehe ich ein. Aber 10 Sekunden vorm Kampf, ich kann das Argument verstehen, dass sie sagen, es hätte man laufen lassen können. Aber ich kann auch verstehen, dass er sagt, okay, ich breche den Kampf ab, weil er hatte immer nur eine Hand zum Verteidigen und war irgendwie nicht daran rauszukommen. Ich selber habe auch damit gerechnet, dass es noch in die zweite Runde geht und ich habe mich auch darauf gefreut. Ich hatte das Gefühl, dass er sehr viel Energie verschwendet hat in der ersten Runde, habe mich am Boden sehr wohl gefühlt und ich habe auch noch sehr gute Luft gehabt. Also das heißt, ich war mit dem Kopf schon in der zweiten Runde und war dann quasi schon bereit, das Tempo zu erhöhen und mehr Druck auf ihn auszuüben. Der Kampf wurde dann halt abgebrochen vom Ref vorzeitig. Ist okay, ich habe selber nicht gecheckt, was er am Anfang möchte, weil er mich erst angetippt hat und dann ihn weggezogen hat. Ich dachte erst, ich hatte vielleicht irgendwie auf den Hinterkopf geschlagen, das war sein Problem. Deswegen waren wir alle ein bisschen verwirrt. Das hat schon für große Verwirrung gesorgt. Ich würde es jetzt nicht unbedingt als Fehler darstellen, aber er hätte es auf jeden Fall noch ein paar Sekunden laufen lassen können. Wäre für mich auch okay gewesen. Ich hätte auf jeden Fall Bock auf eine Zeitrunde gehabt. Also du bist jetzt wirklich perfekt in deine Profikarriere gestartet. Was ist denn als nächstes dran für dich? Ja, natürlich ist der Weg das Ziel. Ich habe Bock auf mehrere Kämpfe. Eigentlich fühle ich mich sehr gut im Stand. Ich trainiere sehr viel im Stand. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn man dann so einen Kampf gewinnt. Ne? Dann denken alle, es ist ein Grappler.
Aber ich würde mich selber als Allrounder bezeichnen. Aber auf jeden Fall, ich peile direkt das nächste Event an. Ich fühle mich gut, ich bin jung, ich habe Zeit zum Trainieren und ich habe auf jeden Fall Bock. Also du möchtest eher Step by Step, denn im Co-Main-Event des heutigen Abends haben wir Can Kadeschla und Emanuel, auch aus dem Combat Club. Genau. Siehst du vielleicht diese großen Leute, die da oben stehen in den Rankings, oder denkst du dir, nee, ich bin jetzt jung in meiner Profikarriere, ich will das alles Step für Step angehen? Ja, das soll jetzt natürlich nicht abgehoben klingen, aber ich trainiere seit längerer Zeit mit Leuten wie Philemon, Emanuel. Ich habe schon mit vielen Leuten im Ausland trainiert. Es ist halt eine andere Sache, wenn man mit denen spart und dann kämpft. Aber auf jeden Fall ist das etwas, was ich anpeilen möchte. Das sind jetzt auch nur Menschen, sage ich jetzt im Anführungsstriche, die haben alle ihre Lücken, genauso wie ich noch meine Lücken habe. Aber ich bin da eventuell noch nicht, aber ich sehe mich da auf jeden Fall. Ich trainiere hart, ich bin... Disziplin ist ein bisschen übertrieben, aber ich bin dabei. Und ja, ich bin der Meinung, dass wenn man eine perfekte Mischung aus Leidenschaft und Disziplin entwickelt, dann kann man es schon sehr weit schaffen. Also ich sehe mich da auf jeden Fall auch. Alles klar, dann freuen wir uns, dich bei der nächsten Wheel of MMA Veranstaltung willkommen zu heißen. Ja. Vielen Dank für das Interview.